Ja Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pikmin. Es geht einen weiteren Tag in das Zentrum des Waldes. Dort ist mittlerweile auch schon unser 8. Tag im kompletten Projekt. Also seit 8 Tagen sind wir auf diesem Planeten unterwegs, der, ich sag mal, unserer Erde sehr, sehr ähnlich ist. Ja, Olimar selbst kennt ihn nicht und der Sauerstoff, der auf diesem Planeten ist, oder besser gesagt das O2, das ist für ihn offenbar giftig. Und das bedeutet, wir müssen uns auf alle Fälle weiterhin darum bemühen, seine fehlenden Teile zu finden für sein Raumschiff. Denn ansonsten wird er wahrscheinlich nie mehr zurückkommen auf seinen Heimatplaneten. Ja, ich habe heute einen ganz besonderen Plan, was das Sammeln von weiteren Teilen angeht. Und zwar, ich habe mir ein bisschen die Karte angeguckt. Es gibt eine Karte, unglaublich, oder? Ja, ich war nämlich dämlich. Man kann mit Y hier eine Karte öffnen. Ich habe das bis jetzt in dem Zentrum des Waldes noch kein einziges Mal gemacht. Ist einfach so peinlich teilweise. Ja, und man sieht hier die 5 Teile. Die 2, die da links sind, die kenne ich sogar. Also ich weiß, wie die zu holen gehen circa. Aber die werde ich mir heute nicht vornehmen. Stattdessen nehme ich mir lieber diese 3 Teile hier vor. Einer ist relativ mies. Ich bin gespannt, ob ich das heute endlich schaffe. Und die anderen beiden, joa, da weiß ich jetzt gerade nicht. Wir gucken einfach mal. Wir nehmen die volle Anzahl an Pikmin mit, das ist klar. Vor allem blaue werde ich heute gar nicht benötigen. Also alles, was im Wasser fast zu holen ist, das haben wir schon fast erledigt. Und ja, das eine Teil, was jetzt noch fehlt, das, was noch im Wasser wäre. Wie gesagt, das hole ich heute nicht. Und deswegen geht es mit 80 roten heute voran. Wovon mehrere schon wieder vom Kurs abrücken. Genau das Vieh, oder? Warte mal. Ja, das hat ein Teil. Ich schnalle noch immer nicht, wie man das besiegen soll. Warte mal, wenn man es jagt, wo geht's denn eigentlich hin? Ich habe eine Idee. Dreht er jetzt um? Weil er hat ja, ich habe ihn schon mal zugeguckt. Genau, er dreht jetzt um, oder? Ja, tut er. Ich habe ihn nämlich schon ein paar Mal zugeguckt, wie er solche Kadaver von anderen Vieren getragen hat. Ich verfolge das Vieh nochmal. Wo ist es? Wo läuft's hin? Hä? Was macht er denn? Warum läuft er zu meinem Ding hin? Wait, den hole ich mir. So nicht, mein Freund, so nicht. Ja, der ist echt hier an meinem Punkt. Gut, danke. Ich muss erst wirklich gucken, wie ich den am besten besiege. Die greifen den halt echt nicht an. Ja, aber wie soll ich denn dann... Ach so, warte mal, der hat ja ein Loch, wo er reinkriegt. Vielleicht muss ich da hin. Ja gut, okay, dann lauf von mir aus weiter rum. Dann kümmere ich mich doch lieber erst um die anderen Teile. Ich glaube, sonst macht das halt echt keinen Sinn. Wie es hier weitergehen soll. Wartet unten. Warum warten die da alle? Was haben die alle schon wieder für Macken heute, die Pikmin? Weiß ich auch irgendwie nicht. Stimmt, da vorne war noch eine Brücke, die ich zerstören kann. Und, oh man, weitere Biester. Da vorne ist sicher auch noch ein Frosch. Ja, moin, wir müssen erstmal wieder den kompletten Weg freimachen. Okay, die sind down, leider sind 2 gestorben. Ja. So, hier entlasse ich mal die ganzen Pikmin. Die können sich lieber jetzt mal nützlich machen, dass sie hier die ganzen Sachen mal runterbrechen. Währenddessen schaue ich mich weiterhin um diesen anderen Käfer um. Und die können das währenddessen tragen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt, weil wenn so ein kleines Ding nur einer trägt, der Käfer ist, glaube ich, stärker als einer. Das bedeutet, wenn uns der jetzt irgendwo in die Quere kommt, dann können wir den ganz gut besiegen. Ich weiß jetzt schon wieder nicht, wo sich der herumtreibt. Der läuft den ganzen Tag irgendwie nur im Kreis. Das ist mir schon aufgefallen. Da unten ist er. Oder? Wait. Nee, ich bin falsch. Oh ja, da unten ist er. Aha. Ja, da läuft er. Da läuft er. Wo läuft er lang?
Ja, er kommt her, 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 er kommt her. Er schnappte sich das Teil jetzt. Ja, tut er. Ja, und jetzt kann man ihn besiegen. Okay, 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 okay. Und jetzt, und jetzt, und jetzt. Ich hab grad wirklich gute... Okay, wenn er was schleppt, dann kann man ihn angreifen. Also man muss immer nur in der Nähe eines Kadavers sein, ansonsten klappt's nicht. Genau, nächster Hit. Die Roten müssen das halt machen. Komm, endlich! Nee, die sollen das nicht schon wieder... Muss man da echt genau treffen, oder was? Backt er jetzt fest? Die backen fest! Hat die backen fest! Ja, die backen fest, die ist ja lustig! Okay, nächster Hit. Also das ist ja mal mega lucky. So, es fehlt nicht mehr viel. Ein kleiner Balken noch. Komm, ein Treffer, ein Treffer. Ja, der backt echt fest. Okay, also das Teil da unten ist verloren. Ich bin nur ja gerade nicht treffsicher. Jetzt habe ich ihn. Er hat echt das Teil, hier ist es. Sieh mal an, mein Levita-Reifen. Dieser Levita-Reifen ist für jeden Piloten, der sich als Weltraum-Nichtschwimmer erweist, lebensnotwendig. Warte mal, will er sagen, wenn er aus dem Raumschiff rausfliegt, dann ist er... Nee, oder? Tatsächlich, der packt fest, schaut euch das an. Oh mein Gott, das sieht mega lustig irgendwie auch aus. Okay, jetzt können sie ihn aber tragen. So, jetzt brauche ich genug Pikmin, die den auch tragen können. Das bedeutet, ich werde mir von denen ein paar nehmen müssen. Wie viele Gelbe sind denn da eigentlich noch drunter? Nicht mehr so viele, oder? Nee. Rote sind 53. Ich glaube, das könnte reichen. Weil ich habe da vorhin noch diesen Frosch gesehen, den müssen wir ja auch klatschen. Aber schön, dass wir schon mal das erste Teil für heute haben. Bevor noch der erste halbe Tag vorbei ist. Gut. Du kommst mit. Jeder Gelbe ist gerade ein bisschen wichtig, ehrlich gesagt. So, hier jetzt nochmal trennen. Ich möchte nämlich heute noch eine Wand auch aufspringen, eine gewisse. Und zwar die da unten, die jetzt gerade da links ist. Die hat auch noch ein bisschen was zu verbergen. 38 habe ich jetzt. Das sind auch ein paar Gelbe. Wartet, ich brauche nur einen Bruchteil der Roten. Ja, 16 sollten reichen. Hallo. Außer es mischen sich jetzt solche vier auch noch ein. Geht weg da, geht weg da. Ja, okay, der ist weg. Ah, diese... Ah, Mann, die mischen sich ein und das stört mich gerade. Rückzug, Rückzug, okay. Oh, Mann. Der Frosch hat eine richtig dumme Position gehabt. Okay, die haben den Reifen transportiert. Digga. Levita-Reifen. Ein ausgezeichneter Schwimmer wie ich hatte eigentlich keinerlei Verwendung hierfür. Aber mein Motto heißt, immer mit dem rechnen, mit dem man nicht rechnet. Ehrlich, gerade in Notfällen. Ich habe 10 von 30 Teilen gefunden. Wenn ich noch 2 finden würde, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Stimmt, ich kann immer mit B das Ganze ja auch beschleunigen, den Text, beziehungsweise gleich direkt komplett anzeigen lassen. Also die Bastarde hier, die Kleinen, die haben mich jetzt trotzdem ein bisschen, ich sag mal, überrascht. Und ich muss jetzt aufpassen. Ich muss schnell mit denen hier weg, bevor er die zerdrückt.
wieder ein. Für den müssen leider ein paar sterben, es ist halt immer so. Jetzt ist er down. Na Gott sei Dank. So, wie viel habe ich jetzt noch? 27. Wo ist denn das Teil über... What the hell, was ist das denn? Der hat aber das Teil. Fett Fail, oh Gott. Was macht denn der? Der läuft weg. Ja gut, wenn es nur das ist. Ich beobachte ihn kurz mal. Macht der irgendwas Besonderes außer rumlaufen? Gerade... Doch, macht er. Achtung, was macht er? Okay. Das ist auf alle Fälle Grund zur Sorge. Zurück, zurück, zurück. Wo ist er? Hä? Da vorne, oder? Hier. Okay, jetzt hat er seinen Giftstoff da wieder abgesetzt oder was immer. Ist das... Ich glaube nicht, dass das was Gutes ist. Aber oben kann man ihn nicht angreifen. Das ist mir gerade aufgefallen. Da prallen die Pikmin einfach ab und... Ah, jetzt ist er auf die Schnauze gefallen. Na dann. Richtet er sich wieder auf? Ja, richtet er sich. Okay. Und da schießt er gleich direkt wieder dieses Ding ab, oder was? Ja, okay. Ich traue mich das jetzt aber nicht berühren. So, jetzt wieder. Mhm. Also wenn er genug Schaden nimmt, dann fliegt er aufs Maul. Oder stolpert er, je nachdem. Weg da, weg da, weg da, weg da. Er schießt. Aber immer wenn er kurz geschossen hat, dann ist er verwundbar. Also dann kann man ihn angreifen. Wieder auf die Pfeife geflogen. Ich glaube, hier braucht man fast die gelben, damit man da hochkommt, weil sonst muss man halt auch ein bisschen Glück haben, wie man da halt hinschießt und trifft. Aber er hat das Teil und er hat es gefallen gelassen. Das ist perfekt. Nur es ist jetzt schon Halbzeit gewesen an dem Tag. Das bedeutet, ich weiß nicht, ob sich das ausgeht. Ich habe den Omega-Stabilisator gefunden. Er ist absolut notwendig, damit mein Schiff korrekt geradeaus fliegt. Der Stabilisator hat mich durch so manche kosmischen Stürme begleitet und er sieht absolut cool aus. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich sieht das Teil eher ein bisschen so aus wie... Naja... Wie eine Klo... Wie ein Klodeckel mit zu kleinem Loch. Halt irgendwie echt so. Na gut. Wie viele Teile braucht man, damit der das transportiert? 30 Stück. Verdammt, ich wurde... Ah, verdammt, nein, Feuer, Feuer! Ah! Das war nicht gut. Hier ist wieder so ein Ding. Okay, aber es hat nur mich gesehen. Ja, hier sind tatsächlich... Oh Gott, hier sind noch ein paar mehrere. Ich brauche dringend Verstärkung. Ich glaube, meine anderen Pikmin, die laufen jetzt eh einen anderen Weg, oder? Oder wo laufen die? Ne, die laufen da lang, die laufen da lang. Aber die vier sind gerade nicht da. Okay, die tauchen scheinbar nur auf, wenn ich da bin. Na dann ist nice. Ich meine, es ist eh unten an der Zahl, wenn da jetzt welche weniger sind. Dann müssen wir sofort einschreiten. Ja, Pikmin verlieren wir heute leider ein paar natürlich auch, aber... Naja, Transport hat auch, ehrlich gesagt, von diesen Teilen oberste Priorität. Jetzt transportieren sie gerade eh nur einen Gegner. So, wenn ich da bin, dann kommen die raus. So, die sind down. Hier ist noch einer. Okay, immer wenn man die sofort hittet, dann passt das. Ich habe hier ein paar gelbe, nicht wahr? Perfekt. Wir haben jetzt auch den Vorteil, dass wir nicht mehr belästigt werden. Ne? Aufgrund, da ja jetzt dieser eine Käfer da weg ist. So, hier noch einen hin, hier noch einer hin und hier noch einer. Passt.
Sind das genug? 32. Perfekt. Dann transportieren jetzt 39 Pikmin das Teil und die restliche Zeit, die können wir dann dafür verwenden, um noch das ein oder andere Pikmin zu vermehren. Die ein oder andere Gruppe vermehren. Ja, die transportieren das. Ich glaube, jetzt kommen sowieso keine mehr. Stimmt, ich habe da oben noch ein paar gelbe, glaube ich, stationiert gehabt, oder? Ja, da links. Die Wand kann ich hier noch aufbrechen. Stimmt, das wollte ich ja noch machen. Wobei, das können wir während dem nächsten Part auch machen. Aber jetzt habe ich gerade 11 Stück genommen jetzt. Aha. Ich glaube, das riskieren wir, oder? Komm, die brechen wir gleich direkt auf. Oder ist die vermehrt? Nee, komm. Wäre zu krank, wenn wir beim nächsten Part gleich direkt dorthin stürmen. Ich weiß nämlich, was da auf uns zukommt. Den Gegner kenne ich noch. Und der ist mega asozial. Deswegen, ich bereite mich lieber vor. Die anderen müssten währenddessen jetzt schon... wir haben schon wieder 100 Pikmin im Feld. Das passt. Vermehrung hat also schon stattgefunden. Stimmt, vor allem, weil dieser eine Gegner, den wir jetzt schon transportiert haben, der uns jetzt dieses Giftpuder da verstreut hat. Genau, der hat dafür gesorgt, dass wieder einige Rote nachkommen. Können wir gleich alle pflücken. Oder? Nee, komm, warte. Nee, Blödsinn. Die können wir keimen lassen. Da haben die später Blüten am Kopf. Dadurch werden die auch ein bisschen stärker. So, hier sind noch ein paar gelbe. Und da unten haben wir noch genügend Pflanzen. Na dann. Feuer frei auf die Pflanzen. Sind jetzt leider nur rote und blaue von denen, aber... Juckt nicht. Und was machen... Ach nee, nicht schon wieder Nektar. Ich habe mich schon ein paar Mal drüber aufgeregt, aber... Ich finde das immer wieder gerechtfertigt. Jetzt ins Gelbe. Okay, warum laufen die da jetzt runter? Da unten waren sogar noch zwei irgendwie... Da sind auch nochmal zwei. Hä? Was macht ihr denn da? Freunde, her mit euch. Da unten werdet ihr nur sterben. Vor allem, wie sind die da wirklich hingekommen? Hat die der Käfer vielleicht da hingezogen oder... Was war da? Gut, das Teil ist auf alle Fälle da. Die Meldung kam ja auch schon, dass wir jetzt uns zurückziehen sollten. Mhm. Na gut. Respekt, die roten Pikmin. Ihr wartet dringend nötig wegen dem Feuer. Omega-Stabilisator. Das ist das Seitenruder des Dolphins. Es sieht ein bisschen lediert aus, aber es sollte funktionieren. Ich mache richtig Fortschritte bei der Reparatur des Schiffes. Ich werde sicher in der Lage sein zu fliegen, auch wenn ich noch nicht alle 30 Teile gefunden habe. Ich habe 11 von 30 Teilen gefunden. Wenn ich nur noch eins finden würde, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Ja, und dieses eine können wir uns erst beim nächsten Mal holen. Leider, muss man auch sagen. So, die blühen hier schon, das passt. Das Blaue kann ich eigentlich auch schon ausbuddeln. Gut. Ich habe jetzt 61 bei mir. Das ist irgendwie, glaube ich, gefühlt ein bisschen zu wenig fast. Ich habe wohl irgendwo welche übersehen. Ich wüsste aber nicht wo. Ja, ich glaube, den Verlust müssen wir leider in Kauf nehmen. 70 habe ich bei mir. Ich glaube aber nicht, dass da noch 22 in der Erde sind und das ist belastend. Aber wo? Habe ich beim Feuer welche vergessen? Nee. Ich bin doch überall nochmal hingelaufen. Das schnalle ich gerade echt nicht. Acht Tage seit Aufprall. Die Pikmin, die ich nicht zur Zwiebel brachte, sind über Nacht verschwunden. Sie sind wohl den hissigen, nachtaktiven Kreaturen zum Opfer gefallen. Vielleicht folgen die Pikmin mir deshalb in die Atmosphäre. Langsam beginne ich die Regeln dieses Planeten zu begreifen. Ne, einen habe ich zurückgelassen. 15 habe ich heute im Kampf verloren, aber ich habe 92 gekeimt. Wir haben jetzt 212 rote, 99 gelbe und 67 blaue. Und die gelben und die roten haben sich richtig vermehrt. Schaut euch das an. Krass! Der hat heute echt alles nach Plan funktioniert. Ich bin froh, dass ich mir vorher die Karte noch angeguckt habe.
bevor ich aufgenommen habe. Na gut, Leute, dann war es das mit dem heutigen Part. Ihr seht, es hat funktioniert, alles wie ich wollte. Wir haben zwei Teile gekriegt. Das ist perfekt gewesen. Ja, und ich glaube nicht, dass es beim nächsten Mal klappen wird, die anderen drei Teile alle zu finden. Aber wir geben unser Bestes, okay? Ich versuche, so gut es geht, alle drei zu kriegen. Aber da müssten wir schon ordentlich Gas geben. Jetzt im Nachhinein, glaube ich, bereue ich sogar, dass wir nicht die Wand eingesprengt haben, sondern stattdessen die gelben nochmal vermehrt haben. Aber wie dem auch sei, ich habe mich so entschieden und deswegen bleibt das auch so. Leute, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.